Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Industrie 4.0, einer der Begriffe, die Sie wahrscheinlich in letzter Zeit recht häufig gehört haben. Und ich möchte jetzt zusammen mit Ihnen einmal reinschauen, was sich denn dahinter verbirgt und was es als solches wert ist, zu wissen. Um zu verstehen, was Industrie 4.0 eigentlich bedeutet, lassen Sie uns kurz zunächst erstmal anfangen, damit zu schauen, was waren denn die anderen Revolutionen, industriellen Neuerungen, die wir hatten. Die erste industrielle Revolution, ungefähr Ende des 18. Jahrhunderts. Damals haben wir als Menschen eingeführt die Dampfmaschine und damit die Grundlage gelegt, dass wir es schaffen, von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft übergehen zu können. Das heißt, damals war ursprünglich der menschliche Faktor, war der Mensch mit seiner Arbeitskraft der limitierende Faktor, um Dinge herstellen zu können. Das haben wir durch die Dampfmaschine als solches aufgehoben und damit ganz neue Möglichkeiten geschaffen, Dinge zu produzieren. Das Zweite, die nächste Stufe dann, hat sich dadurch ausgezeichnet, durch die Themen unter anderem Elektrifizierung und Arbeitsteilung. Ungefähr zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also dezentrale Verfügbarkeit von Elektrizität, wie es solches wieder ermöglicht hat, Dinge, Maschinen anzutreiben, Licht zu machen, wann wir es wollen. Arbeitsteilung als solches, als Logik letztendlich, Dinge, Produktion zu spezialisieren, damit Effizienzvorteile zu gewinnen und gewissermaßen so den ersten Schritt gegangen in das Thema industrielle Massenproduktion. Das sind hier als solches die Dinge, die ihren Anfang genommen haben. Die dritte Stufe, die ist gar nicht so lange her, die dritte Revolution, die wir hatten. Das war so 1970er Jahre. Also Themen Elektronik, IT, Automatisierung. Vielleicht können Sie sich noch erinnern an Ihren ersten Computer, den Sie hatten. Meiner war damals der C64, also dieser Brotkasten, der auch vieles im Leben einfacher gemacht hat. Das, was Sie hier als solches an einzelnen Revolutionsstufen gesehen haben, hat jeweils Gesellschaften deutlich verändert. Das Ganze basiert auf der Logik der schöpferischen Zerstörung, ein Begriff von Schumpeter. Das heißt, das Alte, das Bestehende, was wir haben, wird in Frage gestellt, wird abgelöst durch etwas Besseres, das Alte verliert an Wert und wir schaffen es dann wiederum, Dinge anders und idealerweise besser zu machen. Und das, was Sie bisher gesehen haben, das waren schon immer wieder für die Gesellschaften radikale Einschnitte. Meine These ist, das, was wir jetzt sehen werden bei der vierten industriellen Revolution, wird alles Dagewesene noch einmal in den Schatten stellen. Ich möchte Ihnen erklären, warum das so ist. Letztendlich haben diese vorherigen industriellen Revolutionen immer auf die gleiche Logik eingezahlt. Es ging alles Richtung Massenproduktion, es ging alles in Richtung Standardisierung von Produkten und letztendlich ging es um Größe. Wir werden heute in der Betriebswirtschaftslehre von den Economies of Scale sprechen. Das heißt, je größer das Produktionsvolumen ist, bei gleichbleibenden Fixkosten, desto geringer die Produktionskosten pro einzelnen Stück. Und nach dieser Logik haben wir Jahrzehnte und noch länger gewirtschaftet. Im Prinzip seit Anbeginn der Einführung des marktwirtschaftlichen Systems. Wir haben hier ein Paradigma letztendlich, was darauf abzielt, Effizienzsteigerung durch Steigerung des Produktionsvolumens zu realisieren. Das erklärt, warum wir so arbeitsteilig organisiert sind. Wir haben globale Arbeitsteilung, Länder, die sich auf einzelne Produkte spezialisiert haben. Und wir haben auch in Firmen, also auf der kleinen Ebene, hochspezialisierte Einheiten. Und all das aufgrund der Logik von Effizienz, aufgrund von Volumeneffekten. Das Ganze führt auch dazu, dass wir in einem Wachstumsparadigma denken. Größe als solches bietet Vorteile ökonomisch gesehen. Entsprechend wird versucht, Wachstum zu generieren, um die Vorteile wiederum für sich rausziehen zu können. Das wiederum einer der Motivationsfaktoren
warum wir permanent Zusammenschlüsse sehen von Unternehmen. Weil man dann halt die Möglichkeit hat, sich stärker zu spezialisieren unter anderem. Weil man dann wieder Möglichkeiten hat, Fixkosten auf einen größeren Bereich aufzuteilen, um diese Economies of Scale zu realisieren. Meine These ist, dass die vierte industrielle Revolution letztendlich dazu führen wird, dass die Logik der Economies of Scale nicht länger gültig sein wird. Und das ist ein kompletter Wechsel von der Art und Weise, wie Wirtschaft funktioniert, beziehungsweise wie wir uns auch als Akteure verhalten. Wir stellen gerade 200 Jahre Wirtschaftsgeschichte gewissermaßen auf den Kopf. Das steht noch nicht in den Lehrbüchern drin. Letztendlich, der Kern als solches liegt darin. Vielleicht haben Sie schon mal von der Losgröße 1 gehört. Losgröße 1 als solches meint, wir können heute Produkte, Einzelprodukte anfertigen zum Preis eines Massenprodukts. Also die effiziente Ausbringungsmenge früher war möglichst viel. Economies of Scale. Das, was wir an Technologie haben und sehen, wird es uns ermöglichen, zu sagen, die effiziente Ausbringungsmenge in Zukunft ist 1. Wir können Produkte individualisieren. Und Losgröße 1 ist einer der Begriffe, die finden Sie in der Diskussion immer wieder. Warum funktioniert das? Was Sie hier sehen, einfaches Produkt. Bekannter Möbelhersteller, denke mal, wir alle haben irgendwas von dem Unternehmen auch bei uns daheim. Und wenn Sie durch die entsprechenden Wohnlandschaften gehen, werden Sie feststellen, Sie haben zwar auf der einen Seite sehr viel Auswahl an verschiedenen Dingen, aber bei einem einzelnen bestimmten Produkt, bei einem Stuhl, bei einem Schrank, bei einem Tisch, haben Sie eben genau nur diese Auswahl. Vielleicht haben Sie noch zwei Farben, vielleicht auch drei Farben. Aber Sie können nicht sagen, ich möchte diesen Stuhl jetzt 5 cm kürzer haben, ich möchte diesen Stuhl mit einer Gravur haben, ich möchte vielleicht nur, dass er drei Beine hat, warum auch immer. Das alles geht nicht. Warum geht es nicht? Weil es faktisch als solches in dem bestehenden Markt ineffizient ist. Was müsste man denn tun, wenn wir sagen wollen, ich habe eine spezifische Vorstellung von einem Stuhl und ich adressiere meine Vorstellung an das Unternehmen? So, das Unternehmen müsste erstmal prüfen, funktioniert das überhaupt, was Sie sich vorgestellt haben? Vielleicht wird ja die Statik komplett anders, wenn Sie sagen, er soll 5 cm kleiner werden. Prüfungskosten haben Sie. So. Dann haben Sie noch Vorliebe für ein anderes Material. Vielleicht finden Sie Eiche toll, vielleicht Buche, vielleicht wollen Sie eine Mischung zwischen Eiche und Buche. Keine Ahnung. Da müsste er gucken, kriege ich diesen Rohstoff überhaupt her? Von wo kriege ich den? Kostet auch wieder Geld. Dann sagen Sie vielleicht noch, ah, ich mag aber nicht, dass die Stuhlbeine als solches rund sind, ich möchte sie eckig. Brauchen Sie neue Produktionsmaschinen. Also all das, was Sie momentan sehen, bedeutet letztendlich, wir haben Kosten, und zwar ganz massive Kosten, wenn wir Produkte individualisieren wollen. Deswegen können wir es nicht. Deswegen haben wir Standardprodukte im Markt. Was wir jetzt aber haben, ist eine Technologie, die es uns als solches ermöglicht, Prozesse zu standardisieren. Also diese ganzen Abfragen, habe ich das, kann ich das, wo gibt es das her, auch was kostet das bei meinen Zulieferern, die sind heute und morgen standardisiert möglich. Also gewissermaßen geben Sie ein Ihr Wunschprodukt, was Sie gerne hätten, und der Computer, das System hinten dran, checkt automatisch in Echtzeit, sind die Sachen verfügbar, was sind die Preise, was ist mit Statik und so weiter und so fort. Und dann drückt das Unternehmen nur noch auf einen Knopf in einer vollkompletten automatisierten Produktionsstraße und Ihr Wunschprodukt kommt hinten raus. Und zwar zum gleichen Preis wie das Produkt, was Sie heute haben, zum gleichen Preis wie der Stuhl, der dort steht. Nur für Sie gemacht. Also anders formuliert, wir standardisieren nicht mehr auf Produktebene, sondern wir standardisieren jetzt auf Prozessebene. Und das ist eine neue Logik. Die Implikation als solches ist, wenn wir es schaffen, individuelle Produkte zum gleichen Preis herzustellen wie heute die Produkte für den Massenmarkt, dann wird Größe, Unternehmensgröße, nicht mehr länger ein Vorteil sein. Und wenn Sie sich überlegen und vergegenwärtigen, vielleicht aus Ihren eigenen Erfahrungen heraus, dass große Unternehmen bisweilen ineffizient sind, sehr bürokratisch sind,
könnte vielleicht sogar eine Implikation sein, dass diese Großunternehmen auf einmal ganz massive Probleme bekommen werden. Also, aus meiner Sicht würde ich sogar die These wagen, dass die Zeit der Großunternehmen gerade jetzt fängt abzulaufen. Und zwar durch die Möglichkeit der Losgröße 1, durch die Ineffizienzen, die Großunternehmen immer als solches ein Stück weit inhärent sind. Es gibt den schönen Spruch, ab 100 Mitarbeitern ist ein Unternehmen in der Lage, sich eigentlich nur mit sich selbst zu verwalten. Was brauchen wir dann? Wir brauchen nicht mehr die großen Containerschiffe. Ich nenne das auch so gerne dieses Containerschiff-Denken. Sondern was wir in Zukunft brauchen, sind kleine Schnellboote. Kleine, flexible Einheiten, die unheimlich reaktionsstark sind, die auf neue Technologien, auf neue Trends stark, schnell anspringen können, weil sie manövrierfähig sind, weil sie keine große Masse hinten dran haben, die sie steuern müssen. Gleiche Logik wie beim Schiff. Wenn Sie das Containerschiff erstmal in eine Richtung bewegt haben, dann fährt das da weiter. Und wenn Sie woanders hin wollen, dauert das ziemlich lange, bis Sie gebremst haben und gewendet haben. Das kleine Schiffchen macht es wesentlich schneller. Geschwindigkeit, Flexibilität sind die Faktoren, die ganz massiv an Relevanz in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit gewinnen werden. Das Thema Geschwindigkeit gewinnt vor allen Dingen nochmal an Bedeutung vor dem Hintergrund bestimmter Logiken. Plattform kennen Sie alle. WhatsApp, Facebook, Skype, wie auch immer. Und was Sie hinten dran bei solchen Plattformen und den damit verbundenen Geschäftsmodellen haben, ist die Logik von sogenannten Netzwerkeffekten. Das heißt, ein Vorteil einer Plattform wird dadurch realisiert, dass möglichst viele mitmachen. Und das bedeutet auch, dass wir alle Produkte haben, die nicht unbedingt die besten am Markt sein müssen, von der technischen Seite her, von der Leistungsfähigkeit, sondern vielleicht einfach Produkte haben, die wir nutzen, weil alle anderen die auch nutzen. Gucken Sie mir auf Ihren Messenger, welchen Sie dort nutzen. Wahrscheinlich der mit dem grünen Logo. Es gibt andere, die wesentlich besser sind, die aber auch wesentlich weniger Nutzer haben. Das heißt, diese Logik hier der Netzwerkeffekte heißt, the winner takes it all. Derjenige, der zuerst eine kritische Masse hat, wird im Markt als solches, in der Plattformökonomie, das ganze Spiel erst einmal gewinnen. Und nochmal, hier geht es dann um Schnelligkeit. Und genau diese Schnelligkeit, damit werden Großunternehmen Probleme bekommen. Ich glaube, wenn wir das weiter fortdenken, haben wir den folgenden Effekt. Gerade wenn wir diesen Netzwerkeffekt haben bei Plattformen, es gibt auch viele andere digitale Produkte, Dienstleistungen, die genau den gleichen Effekt haben. Diesen Netzwerkeffekt, wenn wir diesen haben, bedingt dies, dass wir einfach viel mehr Monopole in Zukunft kriegen werden. Weil es einfach an bestimmten Stellen keinen Sinn hat, auch auf 20 verschiedenen Plattformen zu sein. Aber, das ist dann die andere Seite, diese Monopole sind wesentlich fragiler als früher. Gerade weil wir in der Zeit der Technologiesprünge sind, heißt das, es werden immer wieder neue Anbieter reinkommen mit neuen Ideen, die die bestehenden Technologien ablösen werden. Also wir kriegen mehr Monopole, aber die wiederum werden in ihrer Lebenszeit deutlich reduziert werden. Jetzt gehen wir nochmal auf eine andere Perspektive ein, um zu zeigen, was eigentlich gerade passiert. Das Ganze, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist eine Legende. Und diese Legende, die spielt so ein paar Jahrhunderte nach Christi Geburt. Es geht um einen indischen König, der als solches nicht sonderlich nett mit seinen Untertanen umgeht, sie ausbeutet, knechtet, sowieso ganz launisch ist. Und jetzt gibt es diesen einen weisen Mann, Sissa ibn Dahir. Der stellt sich die Frage, gibt es denn eine Möglichkeit, irgendwas an diesem Status quo zu ändern? Und er erfindet daraufhin, der Legende nach, das Schachspiel. Schachspiel kennen Sie, auch dort ist ein König drin. Und letztendlich ein Schachspiel können Sie nicht gewinnen, wenn Sie nur auf den König schauen. Sie brauchen die Bauern. Also das Schachspiel sollte den König, so war die Idee, daran erinnern, dass er auf andere Akteure in seinem Hofstaat angewiesen ist und es vielleicht clever ist, mit denen besser umzugehen. Und in der Tat war es dann so,
dass der König das irgendwie realisiert hat. Er fand Gefallen am Spiel. Er hat Zusammenhänge gesehen und wurde daraufhin ein guter König und auch ein weiser König. Und die Untertanen waren glücklich. Der König war unheimlich dankbar dafür und hat dann unserem guten Sisa ibn Dahir gesagt, du hast einen Wunsch frei. Ja, der Weise überlegt, sagt, ich brauche eigentlich gar nicht so viel, ich bin ziemlich glücklich in meinem Leben, so ein bisschen Reis wäre ganz nett. Der König sagt, Reis, kein Problem, kannst du haben, wie viel willst du denn? Ja, wir haben ja über Schachspiel gesprochen, sagt er dann, und wie wäre es denn, wenn wir Folgendes machen? Schachbrett hat 64 Felder. Auf jedes Schachbrett hätte ich gern so ein Reiskorn. Ah, nicht ganz, machen wir es ein bisschen anders. Ich hätte gerne, dass wir das Reiskorn jeweils verdoppeln mit dem nachfolgenden Feld. Also ein Reiskorn aufs erste, zwei aufs zweite, vier aufs dritte, acht aufs nächste und so weiter und so fort. Ach, der König lacht und sagt, du bist ein Narr. Ich hätte dir alles gegeben aus meinem Königreich und du gibst dich mit ein bisschen Reis zufrieden. So sind sie manchmal, die weisen Menschen. Der König schickt seinen Hofstaat in die Scheune und sagt, bitte zähl mal aus, wie viel Reis der gute Mann kriegt und gib ihm das dann. Ja, da wundert sich dann der König, dass so nach ein paar Tagen immer noch nichts passiert ist. Er hat nichts gehört, was da los ist. Er fragt mal nach bei seinem Wirtschaftsminister, wie sieht denn das aus? Der sagt, ja, ein bisschen schwierig, wir sind noch am Rechnen. Ja, wie am Rechnen? Ja, das Ganze ist wahrscheinlich ein bisschen mehr, als wir uns vorgestellt haben. Und jetzt dürfen Sie einmal für sich überlegen, wie viel Reiskörner muss der König zahlen, um sein Versprechen einzulösen. Ich gehe die Wette ein, dass Sie allesamt ganz massiv daneben liegen werden. Um was es gehen wird, letztendlich, ist die folgende Zahl. Mehr als 18 Trillionen Reiskörner. Wir können es auch umrechnen, was Sie hier haben. Das entspricht 540 Milliarden Tonnen Reis. Das ist ungefähr, fast nicht ganz, aber ungefähr die tausendfache Menge an der aktuellen Reisernte pro Jahr weltweit. Was ist das, was wir hier haben? Das ist die Logik von exponentiellem Wachstum. Und Menschen, wir allesamt, können nicht exponentiell denken. Allein schon biologisch bedingt. Wir brauchen im täglichen Alltag nicht exponentielles Denken, um gut durchs Leben zu kommen. Der Effekt ist der folgende. Wir unterschätzen ganz massiv in allen Bereichen alle Entwicklungen, die mit Exponentialfunktionen verknüpft sind. Wie am Anfang passiert nicht viel. Und dann irgendwann geht es steil nach oben. Diese Logik, die Sie hier haben, ist nicht nur relevant für Reiskörner, sondern Sie können sie auch auf Technikentwicklung anwenden. Und dann wird es spannend. Dann kriegen Sie jetzt eine Vorstellung, was gerade passiert. Vielleicht haben Sie schon mal vom Mooreschen Gesetz gehört. Die Anzahl an Transistoren, die in einen integrierten Schaltkreis festgelegter Größe passen, verdoppeln sich etwa alle 12 oder 24 Monate, je nachdem, wen man da gerade fragt. Der gute Herr Moore hat dieses Gesetz Mitte der 60er Jahre formuliert. Damals gesagt, das wird alle 12 Monate passieren. Damals hat ihm keiner geglaubt, gesagt, Spinnerei. Er hat dann ein paar Jahre später gesagt, naja, vielleicht nicht 12, aber immerhin 24 Monate. Wir sind jetzt so im Schnitt rückblickend betrachtet, die letzten 50 Jahre, ungefähr bei Verdopplung der Zahlen im Rahmen von 18 Monaten. Man kann ungefähr sagen, dass dieses Moore'sche Gesetz letztendlich auch mit Leistungsfähigkeit gleichzusetzen ist. Nicht ganz so einfach geht es nicht, aber von den Prinzipien, sich das vorzustellen, können wir sagen, alle 18 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit unserer Technologie. Und jetzt denken Sie daran, wie es dem König damals ging und was da passiert ist. Denken Sie an das Reisbeispiel. Dann können Sie jetzt so ein Stück weit abschätzen, wo wir technologisch stehen im Vergleich zu vor 50 Jahren. Und wo wir
morgen stehen werden, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Das, was wir hier gerade sehen, wo wir dabei sind, wir werden den größten Technologiesprung aller Zeiten machen. Wir sind genau an der Funktion, an der Stelle, wo es jetzt steil bergauf geht. Das ist das, was die Industrie 4.0 mit sich bringt. Und genau deswegen, weil wir diese radikalen technologischen Entwicklungen jetzt haben werden, unvorstellbare Möglichkeiten, wird das, was wir sehen, was auf uns zukommt, alles Dagewesene letztendlich in den Schatten stellen. Und für Unternehmen besteht jetzt die Aufgabe darin zu gucken, was muss ich tun, damit ich nicht ganz schnell abgehängt werde. Und das ist jetzt kein einfaches Projekt, das ist ein permanenter Prozess. Wir werden dieses nächste Jahrzehnt wirklich als Phase der disruptiven Veränderung in allen Bereichen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.